Die Münchnerinnen in Rot-Weiß. Ah, Hoffenheimerin hier gleich zu Beginn. Alle ziemlich aufgerückt. Selbst die Torhüterin Tofekovic haben wir da gerade beim Anstoß weit, weit vorn gesehen. Guter Ballgewinn. Schüller. Einmal geschaut, aber nicht präzise genug abgeschlossen. Lea Schüller, die Nationalstürmerin. Münchnerinnen haben natürlich deutlich mehr vom Spiel, übernehmen hier die Initiative. Bislang eher durch ruhende Bälle, wenn sie hoch reingegeben worden sind, mit einem Ansatz von Gefahr, aber das ist noch zu wenig. Und da gibt es einige Kandidatinnen bei den Bayern. Ich sehe Bühl und der Ball ist drin. 22. Minute, Freistoßtor, Clara Bühl, 1-0 Bayern München. Das, was ich angedeutet hatte, sie entwickeln ihre größte Gefahr im Moment so eher aus den ruhenden Bällen. Und da hat sie die Lücke gefunden. Können wir aus der Perspektive jetzt nicht ganz so gut sehen, ob sich die Mauer da schlecht postiert hatte. Hier haben wir nochmal den Treffer, den einzigen bislang an diesem Nachmittag von Clara Bühl. Das übrigens eine gute Perspektive, vorbei an der Mauer, für mich auf den ersten Blick nicht ganz unhaltbar. Keine gute Abwehraktion da von Lesan Kaut, über den Ball getreten. Münchnerinnen noch mal ins Spiel gebracht. Naschenbeng. Wenn sie nach innen zieht, dann muss natürlich eine andere die Außenposition besetzen. In dem Fall war es dann Pernille Harder. Sadrazil wieder mit einem guten Auge. Nachgerückt. Flanke kommt ein Tick zu kurz, aber die Gelegenheit für den zweiten oder dritten Ball. Das ist natürlich auch absolut eine Variante, immer mal auf den Abpraller zu warten, zu hoffen, sich gut zu positionieren, gut nachzuschieben, wie das hier im Doppel quasi gelungen ist und Schüller dann mit dem Abschluss. Mutig, ruft er rein. Also erwartet durchaus auch mal eine individuelle Aktion, die er jetzt bekommt. Trainer Stefan Lerch aus einer fast unmöglichen Position. Wurde ein gefährlicher Abschluss, bin mir nicht sicher. Glaube, es war Specht, ob das eine Flanke oder ein Torabschluss werden sollte. Auf jeden Fall ist Groß da mal gefordert. Da besteht noch eine Menge Verbesserungsbedarf, was die individuellen Aktionen betrifft. Nicht allzu viele Dribblings gewonnen, die Münchnerinnen. Und auch die Flanken sind in Gänze noch zu ungenau. So, jetzt mal schnell gemacht. Schüller. Gute Hereingabe und das fast Eigentor der Hoffenheimerinnen. Weiter geht's. Ball ist noch scharf. Oh, da haben wir es gesehen. Es war tatsächlich die spanische Innenverteidigerin, die da höchst riskant in die falsche Richtung retten wollte. Also Spiel entwickelt sich auf jeden Fall deutlich ausgeglichener als in der Anfangsphase. Nächster Freistoß Bayern. Das wird wieder eine Hereingabe, eine Flanke werden. Mal gucken, ob man jetzt die Statistik ein bisschen verbessern kann. Bühl, gut eingelaufen, kurzer Pfosten. Das war eine klare Idee, die die Münchnerinnen hier hatten.
Pernille Harder, gut quergelegt, nochmal gesehen, Lea Schüller, der Ball ist nicht drin oder ist er drin? So, also Abseitsposition von Lea Schüller, das ist die entscheidende Botschaft, die wir hier zu übermitteln haben. Also vorzeitig abgepfiffen, das war hier nicht zu hören. Bühl, Ballgewinn. Lohmann gewinnt. Das ist Bühl an den Pfosten. Also der Ballgewinn hier auf der rechten Seite natürlich von Julia Gwynn. Dann aber gut kombiniert Seitenverlagerung und auch Clara Bühl sucht dann gleich den Weg zum Tor, den direkten. Also wir sehen hier ein Bundesligaspiel mit durchschnittlichem Niveau. Es ist, wie angesprochen, zumindest der Tabelle nach das Topspiel. Werden wir hier nochmal den Pfostenschuss sehen. Klasse gemacht auch nochmal. Also Hoffenheimerinnen müssen jetzt über ihre ganz guten spielerischen Ansätze da hinten im Aufbau hinauskommen und wieder vermehrt im Angriffsdrittel die Schusspositionen sich erarbeiten, die sie dann allerdings immer sehr schnell genutzt haben. Jetzt hier der Abschluss von Lea Schüller. Ja, hat da viel Platz, den Ball zu verarbeiten. Kann eigentlich noch sich die Ecke aussuchen. Da ist auch mehr drin in so einer Situation. Pernille Harder. Harder. Schüller nochmal. Und bei Jinx. Flanke ist gut diesmal. Sydney Lohmann. Nochmal Stanway. Und das war's. Abpfiff hier in München im Campus. Die deutschen Meisterinnen aus München gewinnen diese Auftaktpartie des Jahres 2024. Knapp mit 1:0 gegen den Tabellenvierten aus Hoffenheim. Wenn ihr keine Fußball-Highlights mehr verpassen wollt, lasst ein Abo da und schaut mal hier, sind aktuelle Videos, klickt da auch gerne mal rein.